Servus und hallo bei Not Another Dope Show. In den 90er gab es ja diese echt harte Heroinschwemme in Europa. Das hat nicht nur Deutschland und Österreich getroffen, sondern auch die Schweiz. Und ich habe damals ja noch in Bayern gelebt und der Ferdi kommt einmal zu mir. Ja, das war irgendwann Anfang der 90er, ich glaube 91 muss es gewesen sein, weil ich war schon drauf. Und ich war richtig drauf ab 1990, weil da ist der Randy gestorben und das hat mich richtig mitgerissen. Es war mit einer der Auslöser, ist egal. Da reden wir anders mal drüber. Heute geht es mir um einen Blattspitzpack. Wir wollten Junkie schauen gehen, hat er das gesagt. Ja, dann sind wir halt dahin gefahren mit mehreren Leuten, mit einer Fähre über den Bodensee. Und da waren wir halt in Zürich in der Schweiz und sind in den Blattspitzpark gegangen. Und ich blende euch jetzt gerade mal Bilder ein. Oh, Entschuldigung. das war Kabul in Afghanistan. Sieht genauso aus, gell? Ja. Aber hier nochmal. Und zur Vervollständigung habe ich nochmal eins aus Deutschland. Das ist in Frankfurt. So. Ihr seht die Ähnlichkeit, oder? Natürlich neigt man sofort dazu zu denken, das liegt an der Substanz. Ja. Tut's auch, aber nur ein bisschen. Tatsächlich ist es die gesellschaftliche Ächtung des Ganzen, was ich durchaus nachvollziehen kann. Ich finde es nämlich auch nicht toll. Und daher eingehende strafrechtliche Verfolgung, weil es in Deutschland halt so beschlossen worden ist. Ich glaube 1964 oder wann das war, wurde das beschlossen, dass Opium und Opiate bekämpft werden sollen. Und der War on Drugs und Nixon, also dasselbe Ding wie bei Cannabis halt auch, weil das ja alle Drogen, die illegalisiert sind oder verboten sind, betrifft. Das ist halt das Betäubungsmittelgesetz. Ich bin halt der Ansicht, dass man diese Bilder, die man da sieht, die gab es auch in Dortmund. Die haben sie dort bekämpft, genauso wie in der Schweiz. Mit reinem Diamorphin. Was Tatsache nichts anderes ist als reinstes Heroin. Man sieht es auch auf den Bildern. Das eine ist ein Foto von einem Illegalen in der Spritze und das andere ist ein Foto von einem Legalen in der Spritze. Ich meine, es ist doch offensichtlich, oder? Jeder sieht's. Das ganze dunkle Zeug, die ganzen Alkaloide und die ganze Dreck, was da noch mit drin ist, da spritzen sich die Junkies auch mit und deswegen verelenden sie. Ich habe einen Bericht gesehen aus dort, eben von der Drogenambulanz in Dortmund, wo es reines Heroin für schwer Abhängige gibt. Da sind einige dabei, die sich in die Muskeln spritzen müssen, weil sie halt keine Adern mehr treffen. Und da ist es trotzdem so, der spritzt sich das in seine Muskel rein und hat keine Abszesse. Der hat er deswegen nicht, weil er nicht seine Nadeln mehrfach benutzen muss und weil er halt einen Alkoholtupfer nutzen kann. Aber das kostet alles Geld. Jeder einzelne Euro wird benötigt, um sich seine Drogen zu finanzieren. Deswegen ist es auch Blödsinn, wenn an irgendwelchen Spielplätzen plötzlich Spritzbesteck gefunden wird. Ich hätte gerne, dass dieses Besteck, wenn da was gefunden wird, tatsächlich untersucht wird auf DNA, auf Blut und auf Heroinrückstände oder auf Kokainrückstände. Weil ein normal denkender Abhängiger schmeißt sein Werkzeug nicht weg. Wenn er nur eine Spritze und eine Nadel hat oder fünf, egal. Wenn die benutzt sind, kann er sie in den meisten Fällen bei der Drogenberatung umtauschen gegen saubere. Hat er keine schmutzigen, muss er erstmal welche besorgen und kaufen, damit er schmutzige zusammenkriegt, damit er sie tauschen kann. Das ist ein Irrglaube zu denken, dass ein Junkie sein Werkzeug einfach so wegwirft. Es passiert, ganz klar, passiert. Besonders die, die gerade anfangen damit. Oder die, die halt jetzt gerade nicht mehr Herr ihrer Sinne sind und Zeug verlieren. Aber
Ich bin mir sicher, es war auch im Görlitzer Park so, plötzlich sind dort Spritzen gefunden worden in einem Spielplatz, der eingezäunt ist. Kein Junkie geht auf einen Spielplatz, der eingezäunt ist. Der sucht sich eine dunkle Ecke, egal wie dreckig das ist. Und wenn es eine öffentliche Toilette ist, die stinkt wie Sau. Der will unbeobachtet sein. Der will in Ruhe sein Zeug nehmen können. Klar ist eine Repression sinnvoll, wenn man gleich danach mit den Leuten, die man da von der Straße wegcasht, wenn man die dann auch in der Therapie stecken kann. Aber das geht gegen das Grundgesetz. Die Menschenwürde ist unantastbar. Und man darf sich Eigenschaden zufügen. Das ist auch nicht illegal. Ja, der Besitz von diesen Substanzen ist illegal. Dann sorgt doch mal dafür, dass man es legal kriegen kann, dass man es legal besitzen kann. Dann gibt es das Illegale nicht mehr. Das ist doch erbärmlich, wie Frankfurt mit den Leuten da umgeht. Und das ist schon seit den, weiß ich nicht, als ich damals da war. Und das war halt auch so die Zeit, wo man da Spritzen auf der Straße nicht austauschen hat können, wo man noch keine Substitutionsbehandlung hatte. Das gab es damals alles noch gar nicht. Das hat ja mit meiner Zeit erst angefangen. Ich weiß noch genau, in München hat es mit dem Versuch mit Codeinsaft total überhand genommen. Hey, die Leute haben halt das verkauft, den Saft, damit sie sich dann Heroin kaufen haben können. Ja, du hast ja dann Liter verschrieben bekommen, 2,6% mit Codein. Es war überhaupt kein Problem, das auf dem Schwarzmarkt danach zu veräußern, weil es ja ganz viele gegeben hat, die das Zeug haben wollten. Weißt du? Und dann wollten sie es unter das Betäubungsmittelrezept stellen in Bayern. Ey, da haben halt die in Hamburg und in Berlin und Frankfurt, die haben bloß gelacht drüber, über das kleine Problemchen, was die mit dem Kodeinsaft haben, wenn die mit dem Realstoff so ein extremstes Problem haben. Es gibt ja heute immer mehr Möglichkeiten, dass man als Schwerstabhängiger seine reine, echte Substanz bekommt vom Arzt. Warum es nur die Schwerstabhängigen bekommen, die halt schon mehrere Therapieversuche hinter sich haben, ist einfach nur so eine Art Gnadenakt in meinen Augen. Ich glaube, man sollte so schon sehr früh intervenieren und die Leute vielleicht schon bei der Folie abgreifen und da schon dazu bringen, dass sie das Medizinische nehmen und nicht auf dem Schwarzmarkt das Geld lassen müssen. Das zahlen die Krankenkassen übrigens. Da redet bloß keiner groß drüber, weil man den Leuten nicht einen Floh ins Ohr setzen will. Ich verstehe das schon. Trotzdem, das ist eine halbherzige Geschichte. Und jedes Mal wurde das Ganze gegen die CDU durchgesetzt. Die wollten das nie haben. Immer die Sprüche von Seiten von der CDU und insbesondere von der CSU, der Staat, man will sich nicht zum Dealer machen. Das war immer die Begründung. Erst als die Schwemme so groß wurde, dass die Leute, ey, das ist zu viel, dass die ganze Generation ausfallen könnte, da musste man doch mal was unternehmen, oder? Und wenn das Gefängnis nicht reicht, dann muss man halt mit Therapien. Aber irgendwann ist das alles so teuer worden, die wollten nicht mehr, dann haben die Gelder dafür zurückgefahren. Es gab immer weniger Einrichtungen, immer weniger, wo man hingehen kann. Aber da war auch dann der Balkankrieg zu Ende. Und damit hat auch die große Schwemme nachgelassen. Also es liegt nicht an unserer Politik oder unserer tollen Polizei, die wirklich viel rausgefischt hat. Also die sind ja nicht untätig, gell? Es ist halt bloß die falsche Aufgabe, finde ich. Man muss natürlich schon, wenn man irgendwie Möglichkeiten schafft, legale Zugang dazu kriegt und alles, muss man das Illegale trotzdem weiter bekämpfen. Aber das funktioniert doch nicht, wenn man den Schwarzmarkt zwar drangsaliert und versucht auszuheben, aber den Zugang zu dem legalen Stoff so schwer macht. Ja, du musst ja, also ich habe mich jetzt gerade vor kurzem mal wieder ein bisschen belesen, weil ich bin ja nicht mehr ganz so up to date, was die Möglichkeiten angeht, aber gestern habe ich halt auch gelesen, in Berlin gibt es tatsächlich, es gibt ganz viele Einrichtungen, wo du dein Polamidon kriegen kannst, aber es gibt mittlerweile auch welche, wo du richtiges Heroin kriegen kannst. Und selbstverständlich bieten die dort auch Krisenintervention an und dann wird man ja ansprechbar, wenn man nicht mehr den ganzen Tag irgendeinen Scheiß hinterherrennen muss, sondern in der Früh so einen Schuss hat und dann ist man da und dann kriegt man nochmal, oder ich weiß nicht, wie viel Abständen man das kriegt, auf alle Fälle ist man halt dann ansprechbar, weil man hat ja auch Zeit, man muss ja nicht losziehen und Geld besorgen, sondern also kann man ja plötzlich nachdenken. Hey, und du glaubst gar nicht, wie viele Leute da plötzlich sagen, hey, diese Scheiße, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf dieses Leben und ich möchte da raus.
Klar gibt es auch ein paar, die sagen, nee, das ist doch geil, jetzt kriege ich es umsonst und jetzt mein ganzes Leben lang. Nee, bitte, dann sind es die paar. Aber der Großteil, der will da nicht drin hängen bleiben. Ja, wenn du da mal ein bisschen diesen ganzen Mist mitgemacht hast auf der Straße, dann hast du da keinen Bock mehr drauf, weil da gibt es keine Gesetze, es gibt keine Regeln, nichts, null. Die lenken sich alle gegenseitig ab, hey. Und wenn du daherkommst und bist nur einigermaßen gut beieinander, dann bist du auch ein großes Opfer, weil du hast Kohle. Also wirst du auch ausgenommen nach Möglichkeit. Das ist so, das muss man sich einfach mal bewusst sein. Und wer hat schon Bock, so abgefuckt rumzulaufen? Hey, niemand, weißt du? Bin ich mir ganz sicher. Wissen kann ich es natürlich auch nicht. Ich bin ja kein Hellseher, aber ich bin überzeugt davon, dass diese Anti-Politik, die die CDU die ganze Zeit schon fährt, seit es das Ganze gibt, seit 1964, seitdem sind die kein bisschen schlauer geworden. Hey. Immer nur dieselbe Repressionsschiene. Ey, eure Knäste sind doch so voll. Wir brauchen die Drogen, sind gar nicht da drin. Das sind doch gar nicht ausgerüstet, die Gefängnisse für so viele Drogenabhängige. Wir brauchen mehr Therapien, das ist ganz klar. Für die Leute, die freiwillig von sich aus aufhören wollen. Dieses Zwingen bringt nichts. Du kannst niemanden zwingen zu irgendwas, was er nicht wirklich will. Gedanken sind frei, die kannst du nicht kontrollieren. Peace out.